Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet doch einfach das Video und wir fangen direkt mit ein paar guten Neuigkeiten an. Denn ich habe 20 Euro Steam-Guthaben mal ausgegeben. Die Hälfte davon habe ich in City Skylines reingepumpt. Was jetzt erstmal beeindruckend klingt, aber das ist eigentlich nur ein DLC. Ja, das DLC hat nämlich 13 Euro gekostet. Und vielleicht ahnt ihr es schon. Es ist Green Cities. Yay! Denn es ist ein sehr cooles DLC, was ich persönlich sehr gerne mag. Das heißt, die Gebäude auch sehr schön aussehen, erhöht Produktivität und sowas. Es gibt auch Selbstversorgerwohngebiete, die sehr schön aussehen. Die hätte ich halt auch gerne im Stadtzentrum. Es gibt auch für Bürogebiete eine Spezialisierung, nämlich IT-Cluster. Das sind dann so richtige Hochhäuser. In den Hochhäusern arbeiten zwar nur meistens irgendwie, keine Ahnung, so 3 Menschen drin. Aber ja, das Gute ist, wir brauchen diese Inland-Wasseraufbereitungsanlage oder was auch immer rein theoretisch nicht. Wir haben nämlich auch, ich glaube nicht, dass wir das schon freigeschaltet haben. Ne, wir haben hier nämlich den Öko-Wasseraustritt. Ihr seht, Verschmutzung 0. Es ist einfach richtig, richtig heftig. Also, ich habe keine Ahnung. Das hier, die ökologische Abwasseraufbereitungsanlage, da kommt wirklich gar keine Verschmutzung raus. Da kommt wirklich nichts raus. Das ist ziemlich nice. Und ihr seht auch, das hat hier auch eine Abflussrate, aber damit kann man rein theoretisch so machen. Es ist zwar ein bisschen eklig, aber dann pumpen diese Pumpen dann halt sozusagen das Wasser von den Abwassersachen. Das ist zwar ein bisschen eklig, aber das Wasser ist komplett gereinigt worden. Das heißt, das Wasser, was aus einem rauskommt, kommt auch wieder rein. Haha! Ich glaube nicht, dass das in echt so funktionieren würde. Also ja, ich glaube, wir haben für so gut wie alles Alternativen. Wir haben auch hier das Recyclingzentrum. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ein Recyclingzentrum aus Green Cities. Wir haben auch ebenfalls einen schwimmenden Müllsammler. Der macht halt hier komplett Verschmutzung weg. Das Blöde ist, ich weiß nicht, was der hier für eine Reichweite hat. Wir platzieren den mal. Wir machen mal dahin und gucken, ob sich da was im Mickeyland verändert. Tatsache. Ein bisschen. Ich glaube rein theoretisch, wir könnten das dann auch durch die Mülldeponien und alles hier ersetzen. Denn ich will diese ganze Verschmutzung hier mal wegkriegen. Dann würde ich sagen, ändern wir die Industrie hier mal. Erstmal Bodenrohstoffe. Ja, ich glaube, das sollte. Ja, wir packen es erstmal hier hin. Ja, das ist schon so stadtnah. Ich glaube. Ja, wir brauchen am besten schon eine Insel. Ich würde vorschlagen, dass wir hier tatsächlich irgendwie so ein bisschen Forstwirtschaft machen. Dafür müssen wir aber eine Autobahn dahin legen. Und das haben wir noch nicht. Also ändern wir erstmal hier Forstwirtschaft. Bam, bam, bam. Und pflanzen da erstmal ordentlich Bäume hin. Auch wenn das jetzt erstmal kacke aussieht. Die Verschmutzung geht aber gleich weg, Leute. Keine Sorge. Also hoffe ich zumindest. Die ganzen Müllsachen hier. Gebäude ist nicht leer. Stimmt. Erstmal das Gebäude leeren. Und ich würde jetzt ganz gerne mal in der Autobahn ein bisschen arbeiten. Denn wenn wir hier ein Stadtzentrum hinklatschen wollen, dann brauchen wir auch ein funktionierendes Autobahnkreuz, Leute. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir könnten rein theoretisch einen Highway machen, der dann mit sowas hier verbunden ist. Weiß aber nicht, ob das so effizient wäre. Wir machen auch nicht hier überall irgendwie Großstadt hin. Ich weiß nicht, ob das effizient wäre. Ich glaube, so ein Highway sähe ganz gut aus. Wir könnten das machen. Wir machen es einfach mal. Alter, ich habe keine Ahnung, ob das gut aussehen wird. Wir probieren es trotzdem aus. Und dazu gehen wir auf 12 Meter Höhe. Am besten hier 5 Segmente und hier ebenfalls. Kann ja dank dieser Mod sehen, wie viele Segmente was verbraucht. Allerdings ist die Autobahn trotzdem ein bisschen komisch gemacht. So, dann würde ich jetzt diesen Highway-Dings-Bums-Dings da gerne hier hinklatschen. Ah,
passt doch. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mit Move It, machen wir diese beiden Sachen hier ein bisschen runter. Und das hier auch. Ja, das sieht schon besser aus. Nice, Leute. Hier fehlt jetzt natürlich noch die Autobahn. Hier bauen wir dann auch mal weiter. Machen wir noch 10 Segmente weiter. Und dann wird es Zeit für die wunderbare Kurve. Aber Leute, ich bin halt echt nicht gut in sowas. Also verurteilt mich nicht deswegen. Ich habe herausgefunden, es gibt echt Leute, die nicht wissen, wie man an City Skylines Sachen hochgelegen baut. Das macht man mit der Bild-Taste, mit Bild hoch und Bild runter halt. Ja, machen wir mal hier so. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen zu sehr im Thing bin. Ist das gut so? Na. Das könnte kompliziert werden. Ich sehe auch irgendwo was. Da, genau da. Ja, das ist zu früh. Ja, das sind die ganzen Straßen hier. Das hier müsste ich ja mal abreißen, damit ich einfach mehr Platz da habe. Weg damit. Mann, es ist nervig. Sieht doch ganz okay aus, ne? Mit Ausnahme, dass die Leute jetzt richtig unglücklich sind, ist das eigentlich ganz nice. Und ich würde auch gerne das hier als Highway machen. Wenn man das Highway nennt, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe sowas in meiner Stadt nicht. Ist das überhaupt eine Ölner Stadt in Deutschland so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Eine gewisse Reichweite sollte es dann schon noch oben sein. 11 Uhr, ja. 11 Uhr ist auch in Ordnung. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ist ein bisschen old, dass es hier wieder hoch und runter geht. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Ja. Jetzt müssen sich die Autos wieder ein bisschen angleichen. Aber das dürfte eigentlich alles so klappen. Und ich muss diesen Kreisverkehr hier noch ein bisschen verbessern, denn ich habe den zwar schon oft benutzt aus dem Workshop, aber es ist keine einspurige Straße, die hier benutzt wurde, was ein bisschen dämlich ist, wenn ihr mich fragt. Und auch das hier aus dem Workshop, es ist vierspurig und ja, wir machen mal hier Road Anarchy an. Vierspurig und recht klein. Und deswegen würde ich das gerne hier oben auf dem kleinen Kreisverkehr benutzen, weil da ja wahrscheinlich recht viel Verkehr sein wird. So, so. Ich verbessere einfach mal alles. Ich kann die Spuren zwar hier nicht wirklich erkennen. Und ein bisschen buggt es auch rum. Aber es ist mir eigentlich ein bisschen egal, Leute. Das ist mir egal. So, ja, hier sind jetzt natürlich. Ja, wir müssen wir noch verbessern. Ein paar Orte hier, die nicht so nice sind. Und nochmal ein bisschen Gewerbegebiet hier hinmalen. Ich würde gerne diesen Bereich hier halt noch ganz normal weitermachen. Im Sinne von mit diesen Sachen hier. Oh Gott. Ein bisschen weit unten. Es dürften sehr nahe gelegene Kreuzungen sein. Oh, oh. Ein bisschen zu nah. Dann machen wir diese Straße einfach mal weg. Und ersetzen sie durch diese hier. Ach, ich zerstöre gerade so viele Leben, Leute. Die armen Menschen hier haben doch in Frieden gewohnt. Ich habe das Gefühl, es werden wirklich teilweise Häuser aus dem Workshop hier verwendet. Keine Ahnung. Erstmal bauen wir jetzt hier dieses Viertel aus. Denn das soll ja alles schön aussehen, Leute. Das ist der Sinn von schönen Vierteln, schön auszusehen. Alter, beste Tatsache. Das muss ich mir aufschreiben, dieses Zitat. Ja, sollte nicht zu nah am Highway sein. Der dürfte zwar auch recht, ja,
Okay, leise ist der nicht. Sind die Schallschutzmauern jetzt weg, dadurch, dass das weiter oben ist? Ja, schon irgendwie, ne? Das sind irgendwie keine Schallschutzmauern. Upsi. Wenn das jetzt so ist, natürlich ein bisschen scheiße, ne? Dann ist das hier halt Gewerbegebiet. Kriege ich das noch dahin? Ne, kriege ich nicht. Dann halt so. Oh Mann, Leute, ich bin gerade richtig im Game drin. Ich bin auch gerade richtig froh wegen dem DLC. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und ich werde vielleicht nochmal eine DLC-Vorstellung dazu hochladen. Ich meine, warum denn auch bitte nicht? Schauen jetzt mal, wo laut ist und wo nicht. Aber ansonsten, hier würde ich jetzt überall mal das hinklatschen. Wir machen das jetzt einfach mal hier im Pausenmodus. Denn sonst kriegen wir das ja nicht auf die Reihe, Leute. Sonst machen wir noch was falsch, was man nicht hätte falsch machen sollen. Hier muss ich mal ein bisschen mit dem kleineren Ding ein bisschen rummalen. Ich glaube, das ist schon okay so. Hier vielleicht noch. Aber an sich, Lautstärke, technisch, ist das jetzt schon alles ganz gut. Wir haben auch gerade ordentlich Gewerbegebiet-Nachfrage. Die werden wir jetzt einfach mal ein bisschen stillen. Das Gebiet hier sieht schon schön aus. Ich meine, wenn ich jetzt hier in diese Kamera gehe, sieht schon ganz ordentlich aus, finde ich. Und ich hoffe nur, dass das hier einfach mal besser wird und sich die Verschmutzung ein bisschen rückgängig macht. Und ich hoffe, die Müllwägen bringen mal alles in die Müllverbrennungsanlagen. Gebäude leert sich. 64% voll. Ach du Kacke. So, Feuerwehr und dies, das, Ananas ist eigentlich auch gerade ganz okay. Dann würde ich sagen, beschleunigen wir noch mal ein bisschen die Zeit. Und gehen wir hier raus. Oh. Arzttechnisch habe ich auch lange nicht mehr darauf geachtet. Und Schule. Ja, Schule ist direkt eine hier. Wie gesagt, oh, wir haben gar keine Uni. Upsi. Tschüss, Einwohner. Und ja, tut mir so leid. Werden die Heißluftballons benutzt? Nein, werden sie nicht. Das ist einfach nur traurig. Ach, Menno. Ich hatte so viele Hoffnungen dafür. So, wo sind denn die Heißluftballons gerade? Ja, hier. Besitzer, Heißluftballon-Touren. Ja, die fliegen halt echt irgendwie nur rum, ne? Fliegen einfach nur irgendwo hin. Aber ich hatte das Gefühl, die Verschmutzung regeneriert sich gerade ein bisschen. Kann es ja schlecht, weil hier immer noch Sachen sind, die verschmutzen. Ist dieses Water Treatment Dingsbums, macht das auch Verschmutzung? Wir sehen. Verschmutzung null. Tatsache, es macht keine Verschmutzung. Das ist ja nice. Dann mal noch ein bisschen Gebietabgrenzung. Oh Gott, hier würde ich niemals überleben wollen. Wasser. Haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr verteilt. Sollten wir aber mal tun. U-Bahn statt... Stimmt, U-Bahn. Und mit Green City kommt auch ein Depot für Biotreibstoffbusse, was ziemlich nice ist. Und ich würde jetzt gerne mal ein ganz paar U-Bahnen verteilen. Das macht die Leute nah dran ein bisschen unglücklich. Es tut mir auch leid, Leute. Das ist jetzt einfach mal nur eine schnelle U-Bahn zum Freizeitpark. Wieso geht das nicht? Hallo? Wieso geht denn das nicht? Muss ich das von hier aus machen? Jetzt geht's irgendwie. Ein bisschen. Irgendwie kann das hier nicht benutzt werden, aber es ist mir... Kann mir ja recht sein. Ein Fahrzeug ist definitiv genug für zwei Stationen. Sind da ernsthaft jetzt schon Leute reingegangen? Schnell geht das denn? Lol. Und wieder ein bisschen Gebietnachfrage. Wir machen noch dieses Gebiet voll, dann machen wir uns an die Großstadt. Beziehungsweise an die Innenstadt hier. Und hier machen wir noch ordentlich Gebiete hin. Aber cool, der Kreisverkehr hier wird auch schon benutzt. Das ist natürlich schön nice.
am Kreisverkehr würde ich jetzt ungern was bauen. Aber ich glaube, sonst sähe es. Ups, nein, da wollte ich nicht rein. Sonst sähe das nicht so schön aus. Wieso sind wir noch im. Wieso sehen wir das alles? Und wieso gibt's. Ah. Müllberge. Sind die hier nicht genug? Scheinbar nicht. Was ist denn hier los? Leute, was ist euer Problem? Okay, die meisten Probleme werden gerade gefixt. Aber wieso ist denn das jetzt gerade erst passiert? Mann, das Spiel ist ein bisschen verbuggt, Leute. Da mache ich doch nochmal am Kreisverkehr ein bisschen hin. Kann ja nicht schaden. Außer dass es vielleicht ein bisschen all aussieht, wenn man nah ranzoomt. Aber das werden wir jetzt auch nicht so oft tun. Ja, bitte macht das schnell, okay? Bitte, ihr Müllsäcke. Wenn auch nur 15 Wägen gebraucht werden. Was ist denn hier? Ach so, stimmt. Wir haben auch noch ein paar Schulvarianten. Das habe ich auch vergessen, Leute. Sobald ich was passen, da mehr rein oder sowas. Studentenkapazität 250. 300, okay, da passen weniger rein. Aber die Probleme in Sachen Müll werden gerade gelöst. Ich hoffe einfach nur, dass das hier irgendwann leer ist. Und Leute, wir haben hier alles vollgebaut. Das heißt, wir machen uns jetzt mal an die Innenstadt. Nice, Leute. Und da fliegen tatsächlich auch die Luftballons. Luftballons! Wahrscheinlich sind das Luftballons. Nein, da fliegen auch schon die Heißluftballons rum. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich wollte irgendwo so ein richtig heftiges Stadtzentrum machen. Wir haben auch einige sehr neue Sachen hier. Parklife. Was ist, wo ist Green Cities? Hier ist kein Green Cities Button. Und wie viele Sachen habe ich hier runtergeladen? Wann kriegen wir das bei 8000 Einwohnern? Okay. Denn ich würde gerne wirklich so ein richtig Stadtzentrum machen, wo so richtig Hochhäuser stehen. Hier würde ich jetzt gerne Wohngebiete hinklatschen. Einfach mal so. Warum auch bitte nicht? Erstmal würde ich sagen, gehen die nur bis hier. Gott, ich hasse das. Straßen lenke ich mal alles ab hier so. Oh, Winkel bitte auch. So, ja, so würde ich es gern haben. Weil Perfektionismus, zumindest in Computerspielen und leider nirgendwo anders. Weil Baum. Okay. Ups. Ja. Ja, genau so ist es ganz gut. Ich würde jetzt noch nicht zu viel fürs Grid bauen, obwohl. Das Grid können wir ja schon mal fertig machen. Allgemein, die ganze Infrastruktur hier können wir schon mal fertig machen, aber gleich brauchen wir wirklich mal Wohngebiete. Vielleicht werden die wirklich mal gebraucht, Leute. Ich hoffe, die Map wird am Ende schön aussehen. Oder. Ups. Was war das denn? Keine Ahnung, wie ich das gerade gehört habe. Wenn ja, tut es mir leid. Ich weiß nicht, ob ich mich auch irgendwann mal eine Stadt machen soll, die Profit machen soll, denn ihr seht. Wir machen minus 37.000. Ist natürlich nicht so nice. Und das hier markiere ich dann schon mal als das Stadtviertel. Das packe ich euch auch mal in eine ganz kurze Timelapse. Oh, Leute, das ging ja schnell. Und wieso ist der Name hier? Das macht doch gar keinen Sinn, Leute. Ja, das hier würde ich noch gerne wegmachen. So, perfekt. Ja, keine Ahnung, wieso der Name hier ist, aber da müssen wir jetzt eine Spezialisierung hinmachen, Leute. Ich würde da gerne nämlich die Spezialisierung... Ups, hier ist es. Selbstversorgende Gebäude. Aber ich glaube, ich würde jetzt erstmal... Ja, biologisch und lokale Herstellung und IT-Cluster. Wir machen das Viertel ja noch auf diesen kompletten Bereich hier. Forstindustrie breitet sich schon aus. Das wird jetzt gleich alles geleert, hoffentlich. Jetzt packen wir noch ein bisschen Wasserversorgung hier hin. Ein bisschen unordentlich. Was mich ein bisschen zur Weißglut bringt. An sich ist es doch ganz okay. So, und jetzt, Leute... Wir pausieren mal. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, wie die Green Cities Gebäude aussehen. Also ich weiß noch, wie sie aussehen. Ein paar YouTube-Videos habe ich die natürlich auch noch gesehen. Aber in-game habe ich sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und sie sehen wirklich sehr schön aus. Also auf der ersten Stufe vielleicht nicht ganz so schön.
Aber schon schön. Und jetzt schauen wir den einfach mal beim Wachsen zu. Hoffentlich werden die ersten dann gleich mal gesetzt. Komm. Hallo? Ah, da. Alter, direkt ein paar nebeneinander, direkt 4 Stück. Oh, ich freue mich darauf, wenn das hier alles wunderschön aussieht, alles auf voller Stufe ist. Oh, ihr seht, jetzt werden direkt sehr viele gebaut. Ich glaube, es ist einfach ein anders, wenn einer anfängt zu bauen, dann fangen alle anderen auch an, je nach Nachfrage halt eben. Und wie sieht es in Sachen Verkehr aus? Richtig nice. So guten Verkehrsfluss hatte ich noch nie. Also, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Normalerweise ist meine Stadt schon längst untergegangen. Nein, das natürlich auch nicht. Ich hatte schon mal eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, aber auch nur eine einzige. Und da habe ich auch einfach nicht auf den Verkehr geachtet, sondern einfach irgendwas hingeklappt. Die Stadt war voller Probleme. Und was ist eigentlich mit dem Müll los? Ich kapiere es nicht. Ich kann ja noch mal diese Green City Sachen hier hinstellen. Aber ein bisschen Verschmutzung macht es halt trotzdem. Und da sind sie, Leute. Ah, die Selbstversorgergebiete, die sehen so schön aus. Irgendwann haben die halt so richtig, sind die halt so richtig grün. Dann wachsen so Pflanzen an denen. Ich finde das richtig schön, Leute. Die Eichenhöhen ist natürlich nicht. Das ist die Innen. Ups, nicht klein geschrieben. Die Innenstadt. Perfekt. Alter, ich liebe es. Ich liebe es. Das sieht wirklich sehr schön aus, Leute. Ich würde sagen, also, ja, wir haben. Ich will alles hier voll bauen. Ich würde auch mal ganz gerne hier nochmal das hier machen. Ups, das war mein Magen. Der will essen, Leute. Ich brauche gerade ein bisschen Hunger. Muss gleich noch mit der Aufnahme aufhören. Ja. 20, okay, genau hier. Wow, okay. Sonderlich viel bringt das jetzt nicht. Es wäre noch ganz praktisch, wenn man hier. Na. Ich kann das nochmal mit Move It ein bisschen runter machen. Ja, genau. Am besten jetzt einfach nur das. Und das hier vielleicht auch ein ganz bisschen. Nice. Und dann erweitern wir nochmal das Wohnviertel. Perfekt. Ja, so, da würde ich die Straße aber nochmal hier hin machen. Sonst haben wir zu wenig Verbindungen. Klar ist, der Bodenrichtwert kann sowieso noch nicht steigen, weil wir da überhaupt nichts haben. Plastikrecycling. Recyclingzentren aber mit 20% mehr Effizienz. Ja, klar. Steuerentlastung mache ich alles mal nicht. Hat sich bisher irgendwie nur negativ ausgewirkt. Verbot für starken Verkehr. Das hatten wir ja schon, ne? Wir haben echt viel Neues, ne? Nur Elektroautos, ja. Also, wir haben einfach nur Elektroautos. Nur Elektroautos in betroffenen Gebieten erlaubt. Bewohnergeschäfte ausgenommen. Hä? Bitte beachten Sie, dass die Umsetzung dieser Richtlinie eigene Zeit dauert. Ach so. Elektroautos. Jeder Autobesitzer im Richtlinienbereich muss zum Elektroauto wechseln. Alter. Filter für Industriemüll. Abgegrenzte Industriegebiete müssen ihren Müll filtern, sodass sie den Boden deutlich weniger verschmutzen. Deutlich weniger? Ja, also wenn das so ist, mache ich das doch ganz gerne. Ja, wir haben einige neue Richtlinien dazu bekommen, finde ich auch sehr cool. Und hier klatschen wir einfach mal direkt eine Arztpraxis hin. Hier eine Feuerwehrstation. Upp. Ja. Sorry, Leute. So, und ich würde ganz passend zum Thema auch mal eine Grundschule hier hinklatschen. Im neuen Stil. Hier dann das neue Institut. Ja, die Uni hat gar keine Reichweite bis hierhin. Grenzt auch nur ganz knapp die ganze Stadt hier ab. Oh Gott, das war nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan, Leute. Ich wollte es gerade machen. Und hier wollte ich es auch gerade machen, weil ich keine Ahnung habe, in welche Richtung die Universität zeigt. Denn ich wollte die Reichweite von den Dingen mal ein bisschen erhöhen. Perfekt. Lol, es war ja einfach. Aber okay, hier ist halt keine Reichweite.
erhöhen mal ein bisschen das Budget, ja, genau. Ach so, deswegen haben die vielleicht nicht so schnell gebaut. Einfach weil das Budget, weil die Steuern für die noch so hoch waren. Machen noch mal hier hin. Nein, dahin nicht. Markieren das einfach noch mal ein bisschen und dann war es das auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben erfolgreich das neue DLC eingeweiht, das sehr schöne DLC. Und da kommen die ganzen Autos angefahren. Und der Kreisverkehr ist jetzt schon voll. Ich habe das Gefühl, es ist doch nicht so effizient. Oh nein, Leute. Ja, die fahren halt irgendwie alle genau hier. Aber keine Ahnung, ich finde die Idee sehr gut, dass man nicht unbedingt auf den Kreisverkehr auffahren muss, sondern einfach durchfahren kann. Und nur wenn man will, auf den Kreisverkehr auffährt. Ach, guck mal, das war einfach nur die erste Welle von Autos. Okay. Wenn hier überall irgendwas ist, dann haben wir auch ein Problem. Wir müssen allgemein viele Autobahnverbindungen hierhin machen. Wir müssen vielleicht auch noch von hier eine Brücke machen, sodass einfach möglichst viele Leute die Stadt hier auf möglichst verschiedenen Wegen erreichen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute.